Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play YouTubers Live. In der letzten Folge waren wir so weit gekommen, dass wir umziehen können in, ja, was war das? Loft? Ja, Change. Wer ist ein Change? Komm her, quatschen wir mal eine Runde mit dem. Ja, kann ja ein bisschen mit dem quatschen hier, dann wir können uns jetzt gegenseitig Bekannte nennen. Vielleicht sehen wir uns demnächst. Ja, cool. Ja, Bekannte. So, dann quatschen wir noch mit der hier. Noch eine Bewerbung für den Kram raus hier. Na, siehst du, das ist doch cool. Bo, Bo, gib mal ein Bo. Was ist denn mit Abigail? Wie geht's der denn? Ach, mit dem quatscht er? Aha, mit der quatscht er also etwas länger. Das ist die Frage, ob die mit umzieht, wenn wir jetzt umziehen. So, was war denn das? Zwei-Zimmer-Loft. Ganz geil, wir sind zwei Zimmer. Das ist geil. Wir haben zwei Arbeitsplätze. Kostet aber 320. Müssen wir mal gucken, was wir so im Schnitt pro Monat an Einnahmen haben. Wo war denn das nochmal? Ich glaube, das war hier irgendwo, ne? Nein. Wartet. Ah, hier. 803,90 Euro pro Monat. Tendenz steigend. Gaming-Rand. 14? Level 14? Ich weiß es jetzt gar nicht. Das wird wahrscheinlich Level 14 sein. Rang 50. Also wir haben uns nicht wirklich verbessert. Also ich würde aber echt sagen, dass wir jetzt in die nächste Butze gehen. Würde ich mal sagen. Also, würde ich sagen, wir ziehen um. Vor dem Ausziehen muss ich mir Gedanken darüber machen, was ich meinem momentanen Mitbewohner erzählen soll. Oh, sie zieht nicht mit um. Ja, wir sagen einfach, hey, ich habe gehört, du hast die größere Wohnung ziehen möchtest, weil du etwas mehr Platz brauchst. Bist du dir sicher, dass du mich nicht als deinen unstartbaren Kumpel mitnehmen willst? Doch, nehmen wir mit. Aber ich lebe gerne hier und du brauchst momentan genug Platz. Erst, ne? Das ist wieder typisch Frau. Das ist wieder echt typisch Frau. Du bist ein wirklich guter Freund. Ich weiß. Dieses Haus wird eindeutig zu klein für dich, solange du hier lebst. Wirst du kein. Ja, ich weiß. Ich ziehe doch auch jetzt um. Arrivederci. Wo gehst du hin? Achso, er läuft nur weg. Ah, mit schicker Animation. Ja, das sieht doch schon viel schicker aus. Wobei wirklich viel mehr Platz hat der hier aber auch nicht. Die neue Wohnung war toll und vor allem viel größer. Hier habe ich angefangen, mein eigenes YouTube-Team zusammenzustellen. Ich habe meinen ersten Mitarbeiter für meinen Kanal eingestellt, um doppelt so viele Videos zu produzieren und Abonnenten zu gewinnen. Mein Mitarbeiter hatte die Möglichkeit, gegen Bezahlung Videos für meinen Kanal hochzuladen. Dazu bekamen sie einen genauen Arbeitsplatz von mir und gingen wieder nach Hause, sobald sie eine Pause brauchten. Ja, ist doch auch geil. Muss ich den jetzt noch einstellen, oder? Wo ist jetzt hier der zweite Arbeitsplatz? Warte mal, jetzt muss ich noch ein neues Ziel, stelle Mitarbeiter ein. Ja. Ich würde sagen, das machen wir dann, wenn wir soweit sind. Können wir hier hoch? Geh nach oben. Oh ja, können wir. Geil, wollen wir mal gucken, was oben los ist. Ja, nicht viel. Wahrscheinlich, ah, hier ist der zweite Arbeitsplatz. Alles klar. Aber es ist geil, wir haben mittlerweile dann einen Mitarbeiter, wenn wir den einstellen. Was kostet denn so ein Mitarbeiter? Um ihn einzustellen, musst du gut mit ihm befreundet sein und ihn vorschlagen, mit dir zusammenzuarbeiten. Wenn ihr zwei alleine seid, wirf einen guten Blick auf ihre Fähigkeiten, dass sie Möglichkeiten haben werden, selber Videos für deinen Kanal zu erstellen. Ich vermute, Skript, Schauspieler, also die kann ja eigentlich noch gar nichts. Thaddäus, was ist mit Thaddäus? Gehalt 976, ein bisschen, ah, ist ein Arsch offen. 600. Ich glaube, ich würde echt die. Ja, wir sind ja echt schon gut befreundet hier mit der Abigail. Wo ist sie denn jetzt? Chance, Marquise, Bo, Thaddäus, Abigail. Weil die ist noch relativ am Anfang. Ich hatte meinen ersten Mitarbeiter und meine erste Aufgabe als Chef war es, ihnen alle Schritte zum Hochladen eines Videos beizubringen. Mit etwas Hilfe würde mein Kanal noch viel schneller wachsen.
Wähle einen Mitarbeiter und bitte ihn, dass er ein Video macht. Wähle das Videospiel und die Art des Videos. Ja, sie geht jetzt mal voll ab hier. Mach ein Video. So, dann mach mal bitte ein Video. Ne, das will ich selber spielen. Hier, mach mal bitte von The Walking Pet. Walkthrough. Mach mal bitte ein Gameplay. Video starten. Ist dann können wir zum fertig. Manuell, automatisch. Was ist da ein Unterschied? Kann ich nicht ändern, okay. Ja, das passt schon so. Ah, die kümmert sich jetzt anscheinend wirklich selber drum. Das ist genial. Das ist cool. Das ist richtig cool. Jetzt setzt sie hier zu daddeln am Arbeiten. Wenn wir jetzt hier erstmal einen Kurs machen können, das ist gut. Wahrscheinlich müssen wir uns dann noch einen zweiten PC kaufen, damit wir selber auch was aufnehmen können. Du hast eine neue Karte erhalten, feierlicher Schrei. Oh, ach, Ideenpunkte, das geht aber. Weil ich vermute mal, dass wir echt... Oh, das geht aber flott. Honey hat eine Konsole entwickelt. Willkommen, Play Studios 3. Kann man da irgendwie draufdrücken? Ne, dann kommen wir nur zu ihr hin. Ziele haben wir aktuell keine. Profil ansehen. Weil ich würde gerne, ne, also 83. Ja, auf jeden Fall, also das, weil wir haben echt jetzt lange zusammen gewohnt. Naja, 2 Monate oder wie lange das war. Also das ziehe ich, glaube ich, jetzt wirklich noch durch, dieses Studieren hier. Wo ist denn mein Kühlschrank? Besitze ich sowas nicht? Doch, da. Wird da ein Video fertiggestellt. Jetzt musst du entscheiden, ob du es hochladen willst oder nicht. Und wo entscheide ich das? Da? Zeige mir das Ergebnis des Videos. Ja gut, die muss erstmal leveln, ne? Also... Lade das Video mittlerweile auf einen Kanal hoch. Ganz ehrlich, das ist mir egal. Denk dran, dass du jeden Schritt vom Video deines Mitarbeiters kontrollieren kannst. Oder wähle einfach das Spiel und die passende Einstellung. Kümmere dich um sie oder sie werden aufhören, mit dir zu arbeiten. Komm, dann reden wir mal ein bisschen mit der. Bin mal gespannt. Das kommt wahrscheinlich noch nicht ganz so gut an. Oh! Was ist das Shit? Cool. Blabla. Yeah! Aufgabe abgeschlossen. Ja, nice. Schauen wir mal das Spiel zu. So, dann würde ich sagen, hier, komm, mach nochmal ein Video hier, weil du es ja so gut kannst. Kannst du direkt nochmal die nächste Folge davon raushauen hier. Komm her, Gameplay, Video starten. Das passt so. Zack. Dann müssen wir gleich mal schauen, dass wir, oh, wie viel den Abos? Obwohl... Ne, aktuell gewinnen wir wieder welche dazu. 21.000 Aufrufe. Also Respekt. Ich glaube, die kann das. Geh nach oben, schauen wir mal. Weil ich vermute mal, wir müssen noch einen zweiten PC kaufen. Oder wir könnten uns vielleicht auch mal eine neue Konsole kaufen. Das wäre natürlich auch gar nicht mal so schlecht. Kursfortsetzung, ja, kannst du ein bisschen lernen. Ach, die ist auch schon wieder fertig. Nee, doch nicht. Ist immer interessant zu wissen, ob man irgendwo sehen kann, wie erholt die gerade ist. 55 von 300. Ne? Vielleicht mal ein bisschen drum kümmern, dann wird die wahrscheinlich schneller besser. So, was haben wir hier? Ist wahrscheinlich ein soziales Netzwerk, ein Selfie machen. Forrest Gump, Pulp Friction und Pretty Lady. Ah, Kino halt, ne? Ja, 2000 Abos mittlerweile schon wieder zugewonnen. Nur durch ihr Gameplay. Also das hat sich echt gelohnt. In der Zeit kann ich mich nämlich schön weiterbilden. So, sie ist fertig. Zeige das Ergebnis. Ja, nice. Das sieht schon auf jeden Fall besser aus. So, direkt hier hochladen. Weil mit der Leitung, die wir hier haben.
So, komm her. Willst du vielleicht noch eins machen? Abigail, mach ein Video. Ist immer noch sehr angesagt. So, fortsetzen. Gameplay 3. Wahrscheinlich kann sie aktuell nicht, weil... Ah ja, okay, jetzt geht's. Jo, sind wir über 190. Hat schon 2,4. Na komm, mach. Los. Es läuft immer noch. Zwar nicht mehr so viel. Oh, das lohnt sich. Das lohnt sich, ey. Cool. Yeah! So, wir müssen was essen. Wir essen einen Salat. Eine neue Karte. Intro mit Effekten. Ja, geil. So, ich würde mal sagen, sobald sie dann gleich fertig ist. Ah, ist sie schon? Ne, doch nicht. Das Spiel Cybernetic Harvest wurde von Honey Play Studios. So geil. Also die Namen von den Dingern sind echt geil. So, 132 hat mir das Ganze gebracht. Hat sie das Gehalt ist schon wieder von ihr raus. Hehe, so soll's sein. Wo ist denn hier mein Willi hin? Ach, der steht da. Ist hier noch irgendwie was? Ah, der PC ist kaputt. Der PC ist kaputt. Dann rufe ich schon mal den Mechaniker. So, zeige mir das Ergebnis. 50%. Ja, das wird auch immer besser. Es wird immer besser. Wahrscheinlich will die gleich eine Gehaltserhöhung haben oder sowas. So, hochladen mit dem Kram. Oh, da hau ich mal eine Förderung für raus. Ja, aber man merkt schon, es wird immer ein bisschen weniger. Wahrscheinlich so, bis fast keine Aufwurf mehr da sind. Aber jetzt kommt schon direkt die nächste Folge. Ja, die nächste Folge ist auch schon da. So, jetzt würde ich aber mal sagen, einkaufen. Wir brauchen einen neuen PC. Lass mich mal ran, bitte. Danke. Wir brauchen PC World. Und zwar, ja, dann brauchen wir wahrscheinlich auch Monitor und den ganzen Shit, wa? Das ist ein neues Schnittprogramm vielleicht? Ja, gibt es sogar. Boah, es gibt ziemlich viele neue Sachen. Weil ich glaube ich jetzt echt ein bisschen warte. Mach ich nochmal nebenbei ein neues Gaming-Video, damit hier mit Battlefail. Ist auch geil, ey. Battlefail. So, fortsetzen. Battlefail 2. Oh, Teil 2 ist das schon. Ich frage, du antwortest. Aha. So, ernste Begrüßung. Als nächstes hauen wir einen sinnlosen Kommentar raus. Ja, bloß nicht diese blöden Nieren-Cat. Wir nehmen die fröhliche Äußerung. Natürlich wieder 9. Ja, jetzt muss ich diese komische Katze hinternehmen. Will ich eigentlich nicht, aber ja gut, was soll's. Who cares? Machen wir einen professionellen Kommentar. Und das nächste Mal den singenden Kommentar. Könnte immer das gleiche sein, das wäre auch langweilig. Dann machen wir den professionellen Kommentar. Oh, hoffentlich gibt es wieder eine vernünftige Karte dazu. Bitte, bitte, bitte. Ah, natürlich nicht. Ja, dann machen wir einen sarkastischen Kommentar. Passt leider nicht. Und den Abspann drücken wir noch ein. So, dann das Ganze mal einmal rendern. Das wäre der... wo haben wir denn die blöde Katze nochmal gehabt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach, haben wir gerade. Ah, haben wir noch einen anderen mit zwei oben? Nee, leider nicht. Weil darauf möchte ich jetzt gerne verzichten. Dann haben wir hier. Nehmen wir den. Nee, ist ja auch blöd. So ist das ja auch blöd. Also der muss auf jeden Fall ganz zum Ende hin. Machen wir das so. So, Titel wählen, Farbe zuordnen,
Machen wir noch die Hintergrundmusik. So, rendern. 67%, Inhalt 999, Videoqualität ungefähr 1,3 und Nachbearbeitung 1000. So, hochladen den Chat. Ah, sie... Noch mehr, machen wir mal eine Runde reden. Ist ja dann doch schon wichtig. So, da kommt wahrscheinlich Gehalt runter und die Miete. Geht die nach Hause? Nee. Dann reden wir noch eine Runde. Aha. Das will ich ein bisschen voller haben. Nee. Kino geht nicht. Arbeiten. Zieh dich um. Oh Mist, ich habe glaube ich okay gedrückt, ne? Mist. Ja gut, gehen wir halt ins Kino. So, das bewerben wir nochmal schnell. Joa, gut, das ist Interview aufnehmen. Das können wir auch mal machen, das ist auch cool. Na, wir haben nur 22 Punkte. Du startest die Aufnahme. Machen wir eine coole Begrüßung rein. Vielleicht mal vorher drauf achten sollen, das war ein bisschen blöd. So, mörderischen Blick. Ja gut, mein gestohlenes Video. Das kostet mich zwar haufenweise Punkte. Und jetzt haben wir so gut wie keine Punkte mehr. So ein Scheiß aber auch. Ja, gut. War ein kurzes Interview. Gab aber auch wieder so ein Redegedöns. Ja, genug geredet. Mitkommen jetzt. Ah ja. Manchmal lohnt sich aber echt, wenn du hier ziemlich... Danke, du kannst jetzt gehen. Ja, dann gehen wir. Geh in den Saal. Dann wollen wir uns mal diesen komischen Film angucken. So, wir setzen uns... Ja, wow, ist das voll. Naja, voll ist das nicht gerade. Ich möchte gerne auf jeden Fall... Noch über die 200.000 diese Folge. Aber im Kino passiert da glaube ich nicht viel. Aber dabei können wir uns hier mal ein bisschen... Gut, keine Verwarnung. Rang auf YouTube, wo sind wir denn? Gar nicht bei hier. Aufrufe. Wer war das denn? Astral Gigalo. Hat sich gelohnt. 262 Dollar Einnahme dadurch. Wie viel Aufruf hatte das Ding? 270.000 und 18.000 neue Abos. Nur durch ein Gameplay-Video. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Na, hier sind unsere ganzen... Oh, wir schon einiges rausgekloppt hier, wa? Na, das hat sich echt... Das Video hat sich wirklich derbst gelohnt. Das hat richtig Abos gebracht. Der Vlog nicht so wirklich, zwar 15.000 Aufrufe, aber nur knapp 300. Na, aber auch hier Walking Pet. Auch einiges an Kohle gebracht. Finde ich okay. Können wir schon in irgendwelche Netzwerke? Nee, wir brauchen eine Luxuswohnung. 10% Schutz vor Copyright-Verstößen. Was haben wir hier? Was heißt das? Business Club, es wird ein hochrangiger Benutzer gebraucht. Okay, VIP-Card, Exhibition zu wichtigen Events. Line Tube ist wahrscheinlich so das kleinste Ding von allen. Ja, gut, lassen wir den Film mal zu Ende durchlaufen. Diesen hochinteressanten Film. Dann nehmen wir uns mal die 200.000. Angriff! Also ich muss echt sagen, dieses Spiel, auch wenn es noch eine Early Access ist, macht echt so derbe Laune. Es ist zwar wirklich immer dasselbe, hier aufnehmen, rendern, futtern, schlafen, aufnehmen, rendern, futtern, schlafen. Aber es macht einfach Spaß. Es macht echt Spaß. Es ist einer der wenigen Spiele, die ich jetzt wirklich stundenlang durchspielen könnte.
Ich habe leider die Zeit da momentan einfach nicht für. Aber das Spiel, das macht echt Laune. Seht ihr wahrscheinlich auch daran, dass ich A, ziemlich viel laber in den Folgen. Gegenüber, okay, Shootern so wie Homefront, Division, ist immer schon ein bisschen schwieriger. Hey, was wollte ich doch gar nicht drauf? Weiter damit. Oh, wir haben ziemlich viel Kohle verloren. Insgesamt zu zahlen 532, Abigail, wieso kriegen die schon 200? Yeah! Kriegt die 80 Euro pro Film oder was? Wofür bitte kriegt die so viel Kohle? Ja, dann Mädel, hau rein, mach Videos, du musst Kohle reinbringen, Mädchen. Komm, hier kannst du davon nochmal hier ein Gameplay machen. Ne, komm her, zack, rein damit. Wir gehen derweil mal eine Runde pendeln. Na, obwohl das hat sich auch echt gelohnt. Und das läuft noch. Läuft sogar noch vielleicht noch ein bisschen länger. So, dann sollten wir vielleicht mal wieder was essen. Aber man sieht halt, fertig ist auf jeden Fall. Wir essen. Ich hätte mal Bock auf eine Pizza. Mhm. Okay, mal schnell. Ja, die können wir nicht verticken, ne? Aber was sollen wir mit dem Ding noch? Also wir brauchen im Schnitt, das können wir gar nichts mehr machen. Kommen Sie mal zu. Läuft das immer noch? Ja, aber langsam schleppend. Wird weniger, wird auf jeden Fall weniger. Aber wir haben die 200.000 geknackt. Yay! Okay, was haben wir denn hier? Team Architecture Base einzuladen, welches bald für die Honey Play Studios 3 erscheinen wird. Nee, ich komme bald zurück. Bist du denn fertig geworden? Nein. Na super. Dann machen wir selber nochmal eben hier Battle-Dingsbums. Noch ein Gameplay. Wieso ist das wieder hier zurückgesetzt worden? Popschutz. Was ist denn das mittlerweile im Minus? Okay. Full-HD-Auflösung ist aktuellste. Na gut, dann machen wir das halt so. Interview müssen wir noch fertig machen. Achso, wir haben uns das Video. Ah, stimmt. So, das. Gucken, wie viel Ärger das gibt. Zack, zack, zack. Rendern. Wow, 73%. Interesse plus 50, was heißt denn das? Keine Ahnung, wa? Wow, die ist ja auch schon wieder da. Dann wollen wir das auch mal direkt hochladen, den ganzen Shit hier. Wird auf jeden Fall schon mal besser, was sie hier macht. Joa, und hochladen. Das läuft immer noch hier. Ah ne, das ist Battlefleet. Ne, das ist ja immer noch unser erstes Gameplay hier. Aber wird weniger. Ist weniger. Ah gut, gab aber zumindest 276. Das heißt im Endeffekt 75 Dollar investiert. Das ist okay. Das ist okay. So, wie viel Kohle willst du haben? 128. So viel Kohle kriege ich wahrscheinlich fürs Interview gar nicht rein. So, hier kommen. Machen wir bitte noch ein Video. Wie angesagt, ist denn hier dein Game noch, was du da hast? 52. Egal, einen kannst du noch machen. Ach, jetzt kann ich auch umstellen auf manuell. Nö, komm her, das kriegst du aus. Halt, stopp, zurück. Popschutz auf jeden Fall, aber bitte die Mono-Ausgabe. Arbeitsplatz 1. Fortsetzen. Also das wird nicht viel kriegen hier, glaube ich. Okay, ich schreibe im Auftrag meiner Firma Honey. Mein Video gesehen und würde dich bitten, ein Preview-Video von eins unserer Spiel Everybody's Honey PSP zu machen. Was hältst du davon?
Da muss ich mir noch die PSP gleich kaufen. Zeitlich begrenzt vom 9. Boah, das geht ja noch. Das ist ja noch okay. Da ist das Game. Die daddelt gerade noch mit mir rum. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eine Runde pennen. Dann noch was essen. Na, sie ist noch nicht ganz fertig. Neue Karten. Maximale Glühmaschine um 2. PC World. Was haben wir hier? Achso, das geht nur beim ersten Mal anklicken, alles klar. So Mädel, kommen wir in die Push nach unten. Ah, hau den Salat in der Dicke. So Mädchen, wir müssen mal gerade mal an den PC ran. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten. Ja, das Interview hat sich überhaupt nicht gelohnt. 14 gab es dafür, 100 haben wir dafür geblecht. Was setzen 93? Was? Na super. Die Frage, ob überhaupt die. Zeig mal dein Ergebnis hier. Komm her, los, hochladen. Ah, ich bin so blöd. Oh, sie macht aber wieder einiges an. Na, es wird aber wieder ein bisschen weniger. Muss allerdings auch immer berechnen, dass die 80 Dollar dafür kriegt. Also 212 kriegt sie mittlerweile schon. Ich glaube, ich muss mehr eigene Videos machen. Ist ja alles gut und schön. So, komm jetzt einkaufen. Was kostet mir denn die PSP? All Consoles, Honey's PSP 190, das kaufen wir nochmal eben. So, die haben wir. Dann können wir nämlich jetzt gleich das Preview-Video machen. Ja, hier kriegen wir jetzt wieder haufenweise XP. So, komm her. Liefer mir den Kram bitte. Dankeschön. Öffnen. Nein, danke. Wir waren gerade erst im Kino. Wir müssen nicht schon wieder ins Kino, ey. So, wie hieß das Game nochmal? Auf jeden Fall brauchen wir das für Honey's PSP. Everybody Hates. Und zwar ein Preview. Fortsetzen. Preview. Zockt er natürlich wieder schön hier. So, eine tanzende Begrüßung. Immer gut an. Dann machen wir einen singenden Kommentar. Machen wir einen kurzen Kommentar. Also lange braucht das Spiel wahrscheinlich nicht zum Starten. Quicktime Event Boss. Ah, ich finde mal, das haben wir verkackt. Ja, hier haben wir jetzt wieder nichts. Dann würde ich sagen, einen kurzen Kommentar. Geht leider nicht anders. Hier haben wir einen lustigen Kommentar raus. Ja, super. Das kriegen wir wieder nicht komplett durch. Vielleicht kriegen wir noch hier noch was Kleines. Nee. Wie meine Mitarbeiter zu arbeiten, war nicht die beste Idee. Ich entschied mich dafür, dass es Zeit war, ihm seinen eigenen Computer zu besorgen, damit wir beide zur selben Zeit Videos machen konnten. Ja, das Video hatte ich doch vorhin schon. Ja, kann ich mir aber nicht leisten. Also, den ganzen Shit rendern. Dann nehmen wir den. Dann passt der dahin. Dann nehmen wir den. Dann den. Ne, der ist doof. So rum ist doof. Machen wir so rum. Ist auch doof. Wo kann ich den hinsetzen? Den machen wir dahin. Und den machen wir dahin, weil Ende haben wir nicht. So, Farbe zuordnen. Und rendern. Ja, hier, Videoqualität, neuer Rekord. Nice. So, und hochladen. Kauf einen neuen PC. Ja, nicht jetzt. Mach das Preview vor dem 9. Juli. Ja, lädt doch gerade hoch. Ist doch alles cool.
So, wir haben den 7. Juli. Wir haben noch 208 Dollar. Das gab nicht viel Kohle. Dann machen wir bitte noch ein Video. Mach am besten hier ein Gameplay von. Ja, das passt zur Monoausgabe, Popschutz, Full HD Auflösung und fortsetzen. Na, die daddelt da jetzt rum. Im Stehen. Ja, gab ordentlich Kohle. Everybody hates the Jungle Cup vor einer Woche raus. Du solltest ein Gameplay Video innerhalb der ersten Veröffentlichungswoche machen. Ja, bin ich gerade bei. Ich beeile mich. Fertig. Ja, so wirklich viel bringt das Ganze jetzt nichts. Ich glaube auch nicht, dass ich das irgendwie jetzt großartig hochziehen wollen würde. Standard-PC 500. Ja, komm her. Großartig, ein Computer ist fertig zum Aufnehmen. Es ist nicht der neueste, aber man kann ihn noch aufrüsten. Danach musst du bei der Friedekonfiguration nur noch den Arbeitsplatz auswählen. Ja, cool, alles klar. Sie ist wieder fertig hier. Muss jetzt hier noch irgendwie was rumdüdeln. Oh, obwohl, verdientes Geld ist doch gar nicht mal so schlecht. Wir haben auch nur noch 11. Aber noch nicht mal Mitte des Monats. Dann würde ich nämlich sagen, was machen wir? Wir gehen mal hoch. Was ist das? Wahrscheinlich diese alte Asbach-Uhr, die Möhre, die wir ganz am Anfang hatten. Oder? Ja, also diese komische weiße Kiste ist das. So, Mädel, wo bist du? Ich würde gerne dein Video nochmal angucken. 50%. Ja, wird immer mehr. Das wird immer mehr, Mädchen. Bin mal gespannt, ob sie jetzt gleich noch wieder mehr Kohle kriegt. Oh, wir haben eine neue Karte. Singende Kritik. Ja, cool. Schauen wir nochmal, was kriegt sie denn hier an Kohle? Ah, wir verdienen mittlerweile 1,3 im Monat. Dann schauen wir mal gerade kurz ihr Profil an. Da. 248, ja, weil sie jetzt halt langsam aufsteigt, ne? Gut. Allerdings würde ich sagen, ich bin schon wieder total in Überlänge. Wir beenden die Folge für heute und schauen dann beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Also. Bis morgen. Tschüss.